Hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge OMSI 2 hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio. Freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest. Und ihr seht schon, heute ein ganz anderes Gefährt, ja. Wir fahren heute mal mit einem VW. AMD. So sieht das Ganze aus. Passt ja zu meinem Mainboard, AMD-Board. Witzig. Ja, wenn wir heute uns das Ganze mal hier auf der Karte... So, passt mal auf. Derivenka uns anschauen auf der Linie 21. Ich selbst muss dazu sagen, so wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, dass ich die Karte vorher teste, habe ich diese Karte jetzt hier mal nicht getestet. Mal gucken, ob das Ganze hier heute gut geht. Denn, wie gesagt, Hauptfokus liegt hier auf den Bus. Und den habe ich auf irgendeiner russischen Seite gefunden. Dachte mir so, das sieht doch mal ganz interessant aus. Wichtig, Leute, wichtig. Ich packe euch den Link nicht in die Videobeschreibung, weil ich nicht derjenige sein will, der euch den größten Virus ever bei euch auf dem Computer geladen hat. Sondern, dann müsst ihr leider selbst danach suchen. Ich will mich halt nur selbst schützen. Ja, nicht, dass es nachher heißt, ja, ja, bei Bio, dann findest du einen Download-Link, der virenverseucht ist. Dementsprechend gibt es keinen Download-Link von diesem Bus. Wie gesagt, googelt da am besten einfach mal nach. Wir werden uns das Ganze, wie gesagt, jetzt mal anschauen. Vom Außenmodell her sieht er wirklich großartig aus. Den gibt es als diese Variante. Ja, das ist jetzt der, ich glaube, Alamo. Genau, dann gibt es noch einen mit Solom oder irgendwie sowas nennt der sich denn. Das ist denn ein noch kleinerer Bus, so praktisch so ein Shuttlebus. Und dann gibt es den Alamo noch als Gelenkbus-Variante. Also drei Varianten liefert der hier gleich mit. Ne? Alibus hier, wie seht ihr auch schon, ne? São Paulo. Ne? Also mit Repaint habe ich jetzt irgendeins genommen. Ja? Wie gesagt, hauptmerklich jetzt hier wirklich so ein bisschen eher auf den Bus. Und muss schon sagen, ne, das sieht extrem gut aus. Ich weiß noch nicht mal, ob dieser Bus tatsächlich existiert. Hat VW einen Bus? Da müsste ich echt mal nachgoogeln. Also wenn VW einen Bus hat, na, dann holler die Waldfee. So sieht er von innen aus. Ja, das sieht eher aus wie so ein Reisebus. Deswegen, das sieht alles ein bisschen eigenartig aus. Ich kann es mir eigentlich persönlich nicht vorstellen, dass dieser Bus halt tatsächlich so existiert. Aber wenn doch, dann Respekt. Zumal hier das hier mit Drehkreuz. Ja, hier ist abgesperrt halt alles, ja, dass keiner mehr von hinten nach vorne kann. Also die Leute müssen vorne einsteigen, wenn sie zum Beispiel ein Ticket haben wollen oder sowas. Geht gar nicht anders. Wenn wir uns jetzt mal auf den Fahrerplatz jetzt zu uns mal gehen, ja, so sieht das Ganze aus. Schön fettes VW-Logo vorne drauf auf dem Lenkrad, ja. Wir sehen es auch gleich, wenn wir jetzt hier den Motor anmachen, da haben wir dann auch nochmal ein schönes VW-Logo. Das erste Mal, wie gesagt, ein VW-Bus, ja, mit dem wir unterwegs sind. Leider gibt es hier teilweise Probleme. Scheinbar werden die Fonts nicht mitgeliefert. Dementsprechend wird mir hier nichts angezeigt. Also klar, das sehe ich hier, ja, Nummer und Linie. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage Linie, denn schaltet er zwar um, aber wenn ich jetzt was eintippen will, höre ich nur den Ton, dass er was tippt, aber er schreibt nichts. Wenn ich das Ganze mit grün bestätige, das Ganze jetzt bei Route mache, wir sind auf der Route 02, müsste jetzt hier oben gleich die Meldung kommen, dass jetzt, Alter, seht ihr? Aber er zeigt mir halt nicht an, dass jetzt hier irgendwas drin steht, geschweige zeigt er mir hier oben in der Matrix an, was wir geschildert haben. Also, das ist ein bisschen schade. Das ist das, was ich halt meine, dass die Busse teilweise echt manchmal so unfertig rüberkommen. Und auch sonst sieht das Ganze hier, wie kommt denn der Busfahrer hier rein und raus? Der müsste hier auch noch eine Tür haben. Hat der hier eine Tür? Nö. Naja, nö. Das ist jetzt nicht als Tür. Das ist ey, so breit, da kommt der Busfahrer doch niemals durch. Die kriegst du da nicht mal auf. Hier hast du denn die Geldkassette drin, ja. Das halt tatsächlich auch ein bisschen eigenartig aussieht. Also man müsste sich den Bus wahrscheinlich... Achso, guck mal, das geht nach oben auf, ne? Hier sind so Scharniere, dass du es so nach oben aufmachen kannst. Das ist ja albern. Das ist ja albern. Ja, auf jeden Fall, so sieht er aus. Also hier die Displays hier zum Beispiel, die funktionieren gar nicht hier. Ne? Du kannst hier zwar, die Schalter kannst du auch drücken. Wir haben hier schöne blaue Beleuchtung hier drin. Ja, und von außen halt funktioniert das Ganze halt dementsprechend auch. Und sonst kannst du hier natürlich auch die ganze Heizung einstellen. Hier unten hast du die Türtaste, die, ihr seht, ne, nicht mal mit Funktion sind. Also ihr müsst halt irgendwie Taste haben, wo ihr die Tür mit öffnen könnt. Ja, und dann geht das Ganze auch. Guten Morgen. Ja, morgen. Guten Tag. Guten Tag. So, na gut. Wenn wir mal den Motor starten, würde ich sagen. So, achso, er wird zum Beispiel ein Ticket. Ich weiß nicht mal, wo man die Tickets ausdrücken kann. Wird wahrscheinlich mit diesem Gerät da nicht funktionieren. Ja, guck mal, er liegt das Geld da hinten. Ja, also,
nicht 100% fertig, nicht schön, teilweise manchmal so ein bisschen, aber mein Gott, es ist halt nur mal so zum Testen, muss ja nicht immer das Gleiche sein. Da haben wir unseren kleinen Fahrplan von Zerkow Petra. Ja, Fevroni von 615 und dann haben wir hier Ankunft 26. Tostantia Connection, naja. Okay, das ist großartig. Großartig. Ja, sonst, wie gesagt, hat sich hier vom Bus, hier können wir das Ganze natürlich bewegen. Die Texturen sind eigentlich meiner Meinung nach auch vollkommen in Ordnung. Dafür, dass es. Ach, guck mal, hier kannst du alle Fenster mit öffnen. Ah, okay, verstehe. Dafür, dass der Bus umsonst ist, auf jeden Fall mal anders. Anders VW zu fahren. In der AMG sehen wir hier auch alles gut. Hallo, Mutti. Du sitzt aber. Die Kameraposition ist auch gemein hier. So, okay. Genug gealbert. Wir gucken mal, wann wir abfahren müssen. Deswegen machen wir hier unser kleines Schiebmenü an. Dementsprechend stellen wir die Zeit jetzt nochmal so um eine Minute vor. Ich weiß halt nicht, wie gesagt, ich bin sie ja vorher halt nicht gefahren. Ich weiß nicht, wie die Fahrt jetzt hier wird. Das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Lassen wir uns am besten auch überraschen. Gang rein, Handbremse raus und los geht's. Und vielleicht Hilfspfeile dann noch großartig. So. 21 geht gerade weiter. So, den hätte ich hier als, gerne als Bild hier. Den AMD Shift Z machen wir mal kurz aus. So. Und dann haben wir auch ein Bild für OMSI. Also für YouTube, nicht für OMSI, für YouTube. Ja, sonst zur Karte hatten wir bis dato auch nicht. Beinhaltet insgesamt zwei Linien, die wir hier wieder fahren können. Die Linie hier geht irgendwie so um die, habt ihr ja gesehen, 15 Minuten. Also auch eine relativ kurze Linie, finde ich sehr angenehm. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wieder eine reale Karte ist, eine fiktive Karte. Ich werde nochmal nach dem Donut-Ding auch nochmal suchen und werde den nochmal in die Kommentare posten. Hat es ja in der letzten Folge ja schon erwähnt, wie das Ganze ja dementsprechend so ausschaut. Und so wie es aussieht, ist die Ampel hier ausgefallen, denn unser KI-Mann fährt hier nicht. Wir haben eine Hupe. Es bewegt sich sogar hier bei der VW da drauf. Ist auch nicht schlecht. Oh, komm bitte, fahr! Keine Vorfahrtsregeln hier, nichts. Also, wenn die Ampeln bei uns ja hier ausfallen, dann hast du ja immer dann noch die ganzen Vorfahrtsregeln-Schilder, ja, wo du ja dann halt siehst, wer ist auf der Hauptstraße, wer ist in der Nebenstraße, wer hat Achtung. Ist hier nicht vorhanden. Aber wenn du sowieso die Videos da in Russland anguckst, die armen Menschen da, die da Bus fahren, Straßenbahn fahren, die haben schon nicht ohne Grund immer irgendwelche Schlagstöcke dabei. Da kann es manchmal schon echt zugehen. So, allerdings, wie gesagt, finde ich das mir jetzt gerade ein bisschen zu blöd. Bin ich jetzt ganz ehrlich. So viel zum Thema nicht getestet. Aber Soundtechnik, muss ich sagen, sieht der Motor großartig an. Ich weiß gar nicht, ob der Motor vielleicht nicht zu laut ist, wie man jetzt gar nicht mehr hört. War ein bisschen leiser gemacht, vielleicht geht es jetzt ein bisschen besser. Schön, wenn man zwei Motoren hat. Da kannst du einfach schnell rübergehen. Aber hier, Straßenlöcher. Wahrscheinlich hätten wir hier mit dem KW-Ross fahren müssen. Das ist natürlich jetzt auch halt einfach so ein Paste Copy hier praktisch, ja. Einfach hier diese Dinger da reingeklatscht. Achso. Ich dachte, da baut jetzt eine riesen Stadt auf.
Kollege von, ne? Schauen wir mal, was er hier fährt. Ja, genau, er fährt mit dem älteren Modell hier. Was ist das? Icarus? Ich kann leider immer diese Zeichen immer nicht so deuten, weil irgendwie Zor und das Zeichen von Icarus, die sehen irgendwie beide fast identisch aus. Also Zor scheint da irgend so eine Busmarke zu sein, ne? Hallo. Hallo. Soll er Rückgeld haben? Ist ja nicht gut. Das sind so diese Busmarken, die ich jetzt da rausgefunden habe. Und wie hießen die? FAZ, nee, Liaz, L-I-A-Z, irgendwie sowas. Die fahren da auch noch rum. Was soll man denn hier so viele Schlaglöcher hier machen? Das ist ein bisschen zu viel. Das ist natürlich hier Qualität. Nehmen wir das gleiche Haus. War ein großer Bauherr gewesen, der einfach gesagt hat, komm, bauen hier 20.000 Häuser von der gleichen Sorte hin. Ja, er schaltet auch weiter. Oh, wie viele waren denn hier mit hier? Das ist ja Wahnsinn. So, wir wollen aussteigen. Die sind so leise, die verstehst du kaum. Einmal normal. Das wird hier Deutsch gesprochen. Hat man auch schon besser gesehen, bin ich ganz ehrlich. Und dann zum Beispiel hier, wenn man schon eine Ansage mit reinmacht, sind die Menschen vielleicht. Und ich glaube, da würden sich doch welche finden, oder? Wenn du zum Beispiel sagst, so, ey, ich brauche hier irgendwelche Fahrgaststimmen oder sowas, komm mal rüber. Bestimmt einige, die sich dann melden. Wenn ihr zum Beispiel auch sowas habt oder sowas, ihr bastelt gerade an einem Projekt oder irgendwie sowas. Ihr sucht zum Beispiel noch Ansagensprecher oder sucht zum Beispiel jetzt gerade sowas, was ich gerade angesprochen hatte, so eigene Menschenstimmen. Wenn ihr das gerne bei uns in den ÖPNV-News gerne vermelden, schreibt uns dazu einfach im Discord uns direkt mal an, dass ihr gerade für ein Projekt da irgendwelche Ansagensprecher sucht. Da hauen wir das da nämlich mit rein. Ich hab ja Glück, vielleicht sind ja eure Ansagensprecher dabei. Mann, wieso fährst du denn nicht? Das war hier über Rot, danke dir. Ist hier rum. Oder? Ist hier rum. Keine Menschen ummieten, bitte. Das wäre fantastisch. Grüezi mit dem Mond. Nein. Sind ja nicht in München unterwegs. Hallo. Grüezi. Aber soweit passt das. Also von Uhrzeit her. Der Sound von dem Bus, der ist richtig geil geworden. So, jetzt sieht man das natürlich nicht. 21 rechts. Ja, schade, wie gesagt, dass der Bus halt an sich so unfertig ist. Gucken, ob ich den Bus mal irgendwie weitergeben kann, der den mal für mich so ein bisschen moddet. Vielleicht eine anständige Kasse rein oder sowas. Bin ja auch zum Beispiel ein Mensch, ich mag, also was heißt mögen, ich akzeptiere ja auch den VDL, ne? Den ja, diesen Berghof, Bergmann-Berghof-Bus da oder sowas. Ja. Gerne mal so ein bisschen Abwechslung halt. Immer das gleiche ist halt auch doof. Oh, ihr habt mich jetzt nicht erkannt.
Ich will mal ganz kurz mal bis rückwärts fahren. Au, jetzt. Wundervoll. Kommt da rein hier. Hier ist offen. Will auch keiner einer aussteigen hier. Keiner einer. Jetzt wieder ein Ticket. Was ist das los? Ist die Tür offen? Achso, warte mal. Vielleicht noch einen Vorwärtsgang reinmachen, ne? Ohne geht's nicht. Sodele. Ah, okay. Jetzt wollen sie aussteigen. Ein bisschen Verspätung. Ist aber okay. Also entweder ist das hier eine Schneetextur oder hier fehlt einfach die Textur. Die sollte über Waldboden liegen. Wenn wir irgendeine Textur, die ich wieder ausgetauscht habe, weil sie wieder nicht vorhanden war. Schade halt auch, was ich persönlich immer wirklich, wirklich schade finde, ist, dass wenn Karten zum Beispiel eine längere Zeit halt schon existieren, ne, und du zum Beispiel irgendwelche Texturen verbaut hast, die du so nicht findest, kommst du da auch nicht mehr ran. Du kommst an diese Texturen einfach nicht mehr ran. Jetzt letztens so oft gehabt, dass ich ich glaube, das war jetzt, wo ich jetzt unterwegs war, mir mal so ein bisschen American Content zu besorgen. Da wird, glaube ich, meiner Meinung nach ein Bus verlangt und den gibt es nicht mehr. Eine Bushaltestelle zum Beispiel auch, ja, von Auxix oder irgendwie sowas. Wenn ihr da irgendwie mal so einen Tipp für mich habt, dann gerne in die Kommentare damit. Die Seite ist wohl schon seit einer längeren Zeit down. Von Auxix oder Sauxix oder was weiß ich. Ja, dementsprechend hast du halt ein Objekt, was halt permanent fehlt. Ja? Das ist natürlich blöd hier, ne? Das ist hier schief gegangen. Naja, dann schneit es halt ein bisschen. Das ist der Frühfrost. Mhm. Sowieso mal kalt in den Ländern, also passt das Ganze. Mit 50 hier noch? Was ist los? Schon mit dem See. Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich, jetzt mit den Texturen jetzt, ne? Aber das ist so eine Schneetextur, ne? Das, die fehlt nicht, das ist wirklich Schneetextur. Problem ist, ich habe einfach mal schon unglaublich viel Verspätung. Ja, das ist Schneetextur. War natürlich so sinnlos, so sinnvoll, einfach vorm Berg anzuhalten. Und zu gucken, was wir für Texturen sind. Aber schöne Straßentexturen, also Asphalttexturen mit diesen Rissen drin und alles sowas. Das kann ich schon. Einfach Verspätung, die wir hier drin haben. Ja, das ist unglaublich. Wir sollen ja eigentlich mit 50 lang fahren. Shit happens, wir fahren schneller. Aber so an sich geht er, der Volvo. Der nächste Bus ist ein bisschen schlimmer. Der ist ein bisschen schlimmer. Von der Innentextur her. Aber von außen sieht er halt sehr interessant aus. Halt, ja. Aber wie gesagt, ich zeige euch. In der nächsten Folge. Guck mal, jetzt ist der Bodenfrost hier weg, jetzt wird es wieder wärmer. Also. Ja, also. Stimmt schon. Also, wir sind schon. Der nächste halt stimmt. Keine Ahnung, vielleicht sollten wir hier mit einem Düsenflieger rüberfliegen oder was.
4 Minuten Verspätung, dann ist natürlich schon nach Hause. Warum steht jetzt hier die 22? Wenn wir auf der Linie 21 sind. Ja. Verdammt, haben wir irgendwo abbiegen müssen? Das würde nämlich passen, warum die Zeit hier oben mehr wird. Zeige Haltestelle. Nee. Das wäre es jetzt natürlich, wenn wir uns jetzt irgendwo verfahren hätten. Müssen wir drehen. So viel zum Thema. Wir testen nicht vorher. Gott sei Dank ist Kollision aus. Gab es denn da eine Abzweigung? Es gab doch keine Abzweigung, oder? Ich bin tatsächlich ein bisschen überfragt gerade. Wir sind auf der 21, oder? Auf der 21, richtig. Entweder fehlt jetzt irgendwo ein Schild oder sowas, wenn wir jetzt eigentlich vorstellen können. Da war mir jetzt genau 2 Meter aufgefallen. Eieieiei. Wenn du einmal vorher nicht testest, dann kommt gleich sowas. Ruffer muss ich auch gedacht haben, ey, du bist hier falsch, Kollege. Das war nur 50 lang. Das hätte so gut werden können. Meistens hat man, entweder hat Omsi nicht weitergeschaltet oder du hast dich einfach verfahren. Bei mir war es leider das Zweite. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wie aber auch echt nicht erinnern kann, wo wir hätten. Weil man hat echt keinen Abzweig gesehen. Ist doch aber an, oder? So. So, warte mal. So, jetzt kommt hier eine Kreuzung. Ah, wir hätten hier gerade ausfallen und weiterfahren müssen. Verdammte Axt, wirklich. Der Pickel, jetzt ist aber auch schlecht, ne, dass der blinkt. So, bitte fahren jetzt. Einfach mal schon instant fast 10 Minuten zu spät.
So, leider müssen wir jetzt hier drehen. Und. Schon angedutscht. Genau, lauf du jetzt einfach da durch. Passt schon. Ja, war mein Fehler. Gestehe ich. Ich gebe zu. Nur den Stau habe ich nicht verursacht. Schon auf. Sie geht immer noch hoch. Entweder ich werde jetzt hier gleich komplett veräppelt. Da kommt eine Haltestelle mit. Ah ne, er kämpft gerade. Ne, bist richtig, bist richtig. Er kämpft gerade mit der Zeit da oben. Es tut mir leid. Muss auch mal sein. Verfahren sein. Verfahren ist nochmal. Mittlerweile überall unterwegs ist. Aber zu uns müssen wir mal ein bisschen was von Zeit checken. Ja. Ernst jetzt? Boah, fällt der Scheiße. Der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen. Ich will mal. Ach, Mann. Jetzt sind wir hier noch britisch unterwegs. Das wird jetzt gerade ganz, ganz furchtbar hier alles. Mann, da hätte man doch mal mindestens mal zeigen können, wo man da hinfahren muss, oder? Zu spät, zu spät. Es war oder die Endhaltestelle gewesen hier, die wir hier versäumt haben. Naja, was soll's. Wie gesagt, ein bisschen was von der 22 haben wir uns schon angeguckt. Es war unbeabsichtigt, aber wir haben es getan. Jetzt fängt es auch gerade an zu regnen. So sieht es also aus. Das ist, wie gesagt, ein VW-Bus Alamo AMD. Wie gesagt, ich packe euch keinen Link in die Videobeschreibung rein, weil ich wirklich nur mal sicher gehen will, dass ihr euch keinen Schund runterladet. Ich will nicht derjenige sein, wo ihr den Link jetzt herbekommen habt, um ja, euren Computer voll zu müllen. Dementsprechend sucht bitte danach bei Google. Ja, die Karte kann ich euch natürlich verlinken und ja, dementsprechend halte ich es jetzt kurz. Ich sage danke fürs Zugucken, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.